Bei mir steht jetzt Sören Sturm von den Eispiraten Grimmitschau. Sören, in einem recht ausgeglichenen ersten Drittel geht jetzt Regensburg doch mit der Führung in die Pause. Was ist für euch jetzt im zweiten Drittel wichtig, um den Ausgleich zu erzielen? Weiter versuchen, aggressiv zum Tor zu kommen, Schüsse aufs Tor zu bringen. Ich glaube, es war nur ein kleiner individueller Fehler, den wir gemacht haben. Ansonsten sind wir sehr gut gestanden hinten. Im Gegensatz zum letzten Spiel, da haben wir viel, viel mehr Druck gehabt. Und wir müssen jetzt versuchen, unser Spiel aufzuzwängen und versuchen, ein Tor zu schießen. Die Tabelle ist im Moment recht eng und es geht jetzt auf das Ende von der Saison zu. Inwiefern ist das schon in den Köpfen drinnen? Ich glaube, das ist schon in jedem Kopf, in jeder Mannschaft drin, die ganze Saison, weil es eigentlich von Anfang an bis zum Ende jetzt so eng ist. Und ich muss sagen, in 10 Jahren zweite Liga habe ich es, glaube ich, noch nie erlebt, dass es so eng war. Dann wünsche ich euch viel Erfolg für den Rest von der Partie und auch für den Rest von der Saison. Alles Gute, Dankeschön. Wir gehen jetzt kurz in die Werbung und nach der Werbung hören wir uns wieder im Studio und analysieren das erste Drittel. Bis später.